So, hallo und jetzt willkommen zurück zu Let's Play Trails of Cold Steel. Im letzten Part haben wir einige Lieferungen für den Engineering Club erledigt und diesmal wollen wir noch die andere Hauptside-Quest erledigen, wie auch immer. Und ja, dafür sollen wir zum alten Schulgebäude und deswegen gehen wir doch einfach mal raus erstmal. Und suchen uns vielleicht ein paar Freunde zusammen, die mit uns kämpfen gehen wollen oder so. Phew, that was a lot of work. I'm exhausted. It feels good, though. Kind of fulfilling. Ja, ja, Arbeit hat das irgendwie so an sich. But now that I think about it, George might have made that request specifically for my sake. I feel like I know a lot more about Trista and the Academy now that I'm done. Naja, so viel mehr noch auch wieder nicht. Aber wir haben zumindest was über Angeln gelernt. Ne, das war außerhalb davon an. Übers Kochen und über ein Kartenspiel und wir haben ein Radio bekommen und who's that? If she's hanging around here, she must be a member of the Engineering Club, right? That big thing next to her wasn't here before either. What could it be? Ein Motorrad! Well, it doesn't matter now. I've got another request to finish, aber ich wollte es mir angucken. Und die haben wir auch schon mal gesehen. Die war mit Crow. Stand die da irgendwo, glaube ich, als wir ins alte Schulgebäude das erste Mal gegangen sind, oder? Ich glaube schon. That about does it. Now all I've got to do is report back to George. So she does know George after all. Ja, natürlich, aber was ist das? Sieht halt echt aus wie ein Motorrad von der Form her. Es könnte auch eins sein. Ich meine, zu ihrer Kleidung wird es auch irgendwie passen, oder? Ich glaube schon. Mal sehen. Werden wir bestimmt noch erfahren. Ich wollte zu meinem Schulgebäude. Ah ne, wir wollten noch Freizeit verbringen. Natürlich mit irgendeiner Person zumindest. Hey, willst du Zeit mit mir verbringen? Oh, hopping right on it? Aren't you the diligent student? I'll bet Towa's got you so wrapped around her finger already that she snaps her finger and you'll leap into action. Nein. No. That's not how it is. Nein, echt nicht. And besides, I'm not even sure what to think of you sitting here relaxing after dumping all that work on me. Ist halt echt so. Hey no, I'm an instructor. Ja, und das heißt? This is my precious day off. So let me just be completely unproductive for one day, okay? So wie jeden Tag. I feel like in your mind every day is a day off. Okay, sie will keine Zeit mehr verbringen. Okay, hätte ich mir eigentlich denken können. Ich dachte vielleicht, weil auf der Karte war sie als Person markiert und das sind eigentlich nicht alle Charaktere. Deswegen dachte ich vielleicht, dass die Person mit der ich Zeit verbringen kann, aber anscheinend nein. Anscheinend nein. Dann verbringen wir halt noch Zeit mit der anderen Person, die ich nicht leiden kann. Und zwar mit Alyssa oder Alyssa oder... Habe ich schon mal erwähnt, dass ich die Aussprachen mal lernen sollte? Ja? Genau. Habe ich vor, wie gesagt. Bist du da hinten irgendwo bei? Bist du das da? Hast du gerade überhaupt Zeit? Du siehst nicht so zeithabend aus. Obwohl, it's just my imagination. I've got practice on to focus on anyway. Ja, sie hat keine Zeit für mich. Das ist absolut fantastisch. Ich könnte noch lange brauchen, bis ich jemanden finde, der Zeit mit mir verbringen will, ha? Huh? Hey, Juices, komm schon. That might prove interesting. Is he looking towards the stables? Maybe he's interested in horses. What are you staring at? Oh, sorry. Niemand will Zeit mit mir verbringen. Hey, Fee, willst du Zeit mit mir verbringen? Du hast doch eh nichts zu tun, außer schlafen. The shade here is nice. Might be good for napping. Nein, sie will auch nur schlafen, nicht mal Zeit mit mir verbringen. Ach, komm schon, was ist denn los bei euch? Was mache ich denn nur falsch? Okay, Elliot, du bist meine letzte Hoffnung. Komm schon. Phew. You're looking pretty busy here, Elliot. Nein, er ist nicht beschäftigt, er hat Zeit für uns. Yeah, I just got some packages from home. Everyone's at that. I just carried them up here and I'm already totally beat. I can't believe that. Seems like there's food in one of these too, so I should probably look through them. Ja, ich hab Zeit, ja! Und ja, ich helfe dir gerne. Really? You would? Well, I'd sure appreciate it. Das würdest du wohl, ich hoffe es doch. Phew, well, we're done with about half of them now. Huh, I didn't expect there to be quite as much of everything. There has to be a month's worth of food here, not to mention a bunch of clothes and other daily necessities. I didn't expect this either. I feel bad for dragging you into it. Isis is way too protective of me sometimes. Oh, you've got a sister? Yeah, an older one. She's always been a bit on the clingy side too. I mean, I'm grateful that she sent me a care package, but I wish she'd tone it down a bit. I'm not a kid anymore. Naja, doch, eigentlich schon. So siehst du jedenfalls aus. Haha, you mean it? I'm kind of jealous, to be honest. You can tell that she really cares about you. Really? Yeah.
Oh. Oh. Billy took a worn looking piece of sheet music out of the box. Is that sheet music? It looks like someone got a lot of use out of it. Yeah, I used to practice with this all the time back home. To tell you the truth, I actually wanted to enter music academy before I ended up here. Ach echt? Then I guess joining the wind orchestra wasn't just a casual thing for you, huh? Well, I've always loved music, ever since I was younger. But in the end, I wasn't all that serious about it, so I ended up choosing Thors instead of a music academy. Weird, really? Well, either way, it'd be nice to hear you play that piece sometime. Sure, one of these days. Eines Tages werden wir das bestimmt noch erleben, wie er ein bisschen Musik für uns spielt. Will ich doch jedenfalls hoffen. Und unser Bond steigt! Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt, wie stark es steigt. Hat das mit irgendwas zu tun? Wahrscheinlich bestimmt. Ich weiß noch nicht womit. Mal sehen, vielleicht finden wir das noch raus eines Tages, aber jetzt gehen wir erstmal zum alten Schulgebäude. Ich habe jetzt nicht irgendwie mitbekommen, dass wir irgendwie die Partymitglieder dazu überreden können, mitzukommen. Deswegen denke ich mal, dass sie dann automatisch kommen oder so, hoffentlich. Mal sehen. Na, dann haben wir jetzt wohl nichts anderes mehr zu tun und können hier jetzt hoffentlich rein, oder? Ich denke mal schon. Wie gesagt, ich hoffe auch, dass irgendjemand vorbeikommt jetzt gleich. Jetzt gleich. Ja, ich weiß, ich bin fertig. Ich habe alles erkundet. Da denke ich mal, will ich auch ein bisschen was Spannenderes passieren, allgemein. However, some characters will only be available to help after the story has progressed a bit farther, okay. Nur ihr beiden wollt vorbeikommen, dann habe ich ja nicht so viel die Auswahlmöglichkeit, also von daher, kommt bitte einfach, ja? Danke. Die anderen haben noch keinen Bock auf mich, vor allem natürlich sie nicht. Kann ich schon verstehen. Okay, dann ihr beide, meinetwegen. Da sind wir wieder im alten Schulgebäude, diesmal hoffentlich ohne einfach durch die Falltür nach unten geworfen zu werden. Wobei, gibt es überhaupt einen anderen Weg nach unten? I can't believe we're coming back in here again. I really don't think this is a good idea. Well, that's because it probably isn't, yeah. And neither of us would blame you one bit if you turned back. It's not too late. No thanks, I'll come with you. We've got the practical exam next week after all. I need to familiarize myself with this orbital staff as much as possible before then. Besides, if I turn back, I just wind up worrying myself sick about the two of you. Well, that's very kind, thank you. There are only three of us though, so we'll each need to watch the other's backs and proceed with caution. The underground area should be just through the main door, correct? Yeah, that should take us right to the room where we fought that stone gargoyle, aha! Best to go that way, rather than falling through the trapdoor again. No arguments here. I really hope that thing hasn't regenerated yet. Das hoffe ich auch sehr. Also einfach geradeaus? Gibt es sonst noch irgendwas? Scheint nicht unbedingt so. Da hinten wurde ja die Rede am Anfang gehalten, als wir das erste Mal hier waren. Aber hier ist auch nichts zum Kaputtschlagen, glaube ich. Außer ich kann die Kisten kaputtschlagen. Nö, kann ich nicht. Ich kann allgemein mein Schwert gerade nicht verwenden. Zählt wohl noch nicht als Dungeon hier. Dann gehen wir mal runter. Yep, hier war mal der Bosskampf. Aber jetzt ist es relativ friedlich hier. Erstmal. Und hier wurden wir auch beobachtet vom Principal, nicht wahr? Wow. Well, at least that monster isn't here anymore, from the looks of it. And it doesn't look like we've got any more creepy statues ready to come to life either. Wait. Did it always look like this in here? Das habe ich mich auch gerade gefragt, tatsächlich. No, this room's definitely smaller than it was the last time we were here. Echt jetzt? How? I'd say it's about half the size, maybe even less. And there are things present that weren't here previously, so wie der komische Heilpunkt da hinten. Nicht wahr? Oder meinst du die Tür? Like that door? I don't remember there being a door there last time. I don't remember there being one either, but at this point I'm not sure what to believe anymore. Strange though it may be, we should go and get a closer look at it. This is essentially where we came after all. Okay, das ist schon etwas creepy gerade, aber wir werden der Sache mal auf den Grund gehen. Auf jeden Fall kann man sich hier wie gesagt heilen, das war vorher echt nicht so. Und holy shit, der Raum ist viel kleiner, ist mir von oben gar nicht so aufgefallen. Und da oben war halt irgendwo ein Ort, wo auch die Statue ja stand, die ist ja auch nicht mehr da. WTF. Geheilen brauche ich mich gerade noch nicht tatsächlich. Das heißt, wir gehen einfach mal geradeaus weiter erstmal. Der Aufbau ist jetzt echt komplett anders. Da
Das ist ein komplett anderer Ort. Ein komplett anderes Dungeon. Mit Wasser sogar da links. Unbelievable. This isn't even the same place. I don't remember passing through an area like this at all. I don't either, because we didn't. The entire layout down here has changed completely. How? I can sense new types of monster here too. What do you think we should do, Rin? Kämpfen? The principal sent us down here to investigate these mysterious changes, and that's exactly what we're going to do. Now that we've seen just how major these changes are, there's no way we can go back empty-handed. We should head as far in as we are able. Ah, here we go, Zen. May the goddess be with us. Alright, let's do this. Okay, dann tun wir das mal. Das ist echt fucking weird und... Ja, viel komplexer ist es immer noch nicht geworden, aber... Nee, echt nicht. Immer noch ein gerader Weg mit ein paar Abzweigungen, aber meinetwegen. Wait, could this be... Doesn't look like an Altman charging station. Yeah, it's some kind of device for sure, but whatever it is, it doesn't seem to have any power right now. Vielleicht aber später und ja, das ist ein neuer Gegner auf jeden Fall. Dreh dich bitte mal um. Okay, das Spiel stellt mir erstmal den neuen Gegner vor anscheinend. Bevor ich den Präventivschlag ausführen kann. A slug-like monster. This one could prove a little awkward to fight. Not if we make good use of our combat links. Combat links? Yeah, we shouldn't have any trouble against a monster like this if we work together. Shall we put our link ability to the test then? Absolutely. Let's show this thing what we're made of. Combat links are a phenomenon which connects Arcus users to each other. Ach ja, wurde uns ja erklärt eigentlich. By sharing sensory input and mental impulses with one another, linked characters can fight together even more effectively. Increases link XP, and when enough link XP have been earned, that character link level will increase. A higher link level between two characters will increase the variety of link abilities they can use. Okay. Und das können wir beim Tactic-Gedöns machen, und zwar mit Dreieck. Okay. Dann probieren wir das doch mal aus, bitte. Tactics. Dann möchte ich doch mal, dass wir zusammen kämpfen, denn wir sind ja die beiden Nahkämpfer und das ergibt wahrscheinlich mehr Sinn, oder? Ich denke mal, man kann nur das zweite Mal sein, ne? Ja, okay. Und ein viertes Partymitglied haben wir ja leider gerade nicht, deswegen reicht das. Das waren dann auch die weißen Nieden anscheinend, die wir im Prolog schon mal hatten. Also im Vorausblick, sage ich mal. Okay, du hast mich echt bemerkt. Ist das dein Ernst? Ach, komm schon. Mir wurde auch gesagt, ich könnte theoretisch irgendwie mich drumherum buggen, aber das klappt nicht. Also, noch nicht. Mit meinem Skill jedenfalls noch nicht. Ich lerne das noch ein bisschen. Link Attacks. Performing Attacks in certain crafts gives characters a chance to unbalance enemies. Successfully unbalancing an enemy allows you to perform a follow-up attack while they are off balance. The likelihood of unbalancing an enemy depends on the enemy's unbalance efficiency and the type of weapon used to attack it. Okay. It's my turn. Also erstmal einfach nur mal weitermachen, würde ich sagen. Behaupte ich mal. Ich denke mal schon. Assist. Das haben wir auch schon im Vorausblick des Öfteren. Ist so irgendwie wirklich leid, dass ich heute so grauenhaft lese. Also für meine Verhältnisse. Ich lese sowieso schon nicht so perfekt, aber heute irgendwie noch schlecht, habe ich das Gefühl. Auch wenn ich das öfters sage. Wie gesagt, das liegt sehr stark daran, dass meine Nase unterbrochen zusitzt und ich deswegen echt einiges einfach nur wegnuschel, anstatt mir Mühe zu geben, es auszusprechen. Das ist ein bisschen schade, finde ich persönlich, aber weiß nicht, wie stark euch das überhaupt auffällt, wenn ich es nicht erwähnen würde, ha? Von daher erwähne ich es einfach mal nicht weiter. So, Magic Attack Area. Versuchen wir alle damit zu treffen. Und bam, drauf da. Einer schon mal tot. Du könntest auch mal dein Croft-Dings nutzen, obwohl das ist ja für eine Linie. Triffst du damit irgendwie beide? Ich glaube nicht, ne? Nee, ist nicht drin. Mit deinem Art vielleicht. Ist sowieso nur auf einen Gegner dann. Mach mal drauf und guck mal, wie viel Schaden das so macht. Und du... Ja, dasselbe bitte. Mach einfach mal deinen Firebolt da drauf. Mal sehen, wie viel Schaden das macht. Das ging ja schnell. Und du, damit bitte mal. Mann, die halten echt einiges aus tatsächlich. Und unsere Verteidigung können sie auch noch senken. Die machen auch echt viel Schaden, holy shit. Elliot, kannst du bitte mal so deinen Job ausführen, bitte? Ich probier's mal damit, aber ich denke nicht, dass es viel mehr macht. Mal sehen. Hearts. Tier, wurde mir übrigens auch gesagt, ich soll das vielleicht nicht unbedingt ihm geben, weil er den Skill sowieso schon hat. Deswegen soll ich das vielleicht mal kurz umrüsten. Hätte ich eigentlich selbst drauf kommen können, aber ja, nee.
So, ich werde erstmal geheilt, dann sterbe ich mal nicht diesmal vielleicht. It's my turn. Und du haust nochmal. Ja, das auch nochmal da drauf, würde ich sagen. Jetzt bist du dran, ja. Machst einiges an Schaden. Elliot heilt dich vielleicht auch gleich mal. Wäre ganz gesund. Mann, aber die machen echt einiges an Schaden hier. Und du stirbst einfach mal fast. Hau einfach mal drauf, bitte, das reicht wahrscheinlich schon. Overkill. Und du triffst es mir nicht, deswegen Counter. Dann war es auch schon fast wieder mit dir, ne? Dann scheiß auf die Heilung gerade und einfach drauf da. Und dann versuche ich gleich mal kurz den Orb umzurüsten, damit Elliot nicht mehr den Tier-Dings hat. Weil er den Skill halt sowieso schon von selbst hat. Well, that sure seemed to do the trick. Yes, we fought well. If we can master these combat links, I'm sure they'll prove really useful in the battles ahead. We should probably try to practice as much as possible while we stake, but while the stakes are low, and get as used to them as we can. Yeah. Ha, indeed. Okay, dann mache ich das mal. Und unsere Bonds sollten wir erhöhen. Okay, das ergibt Sinn. Stronger link attacks will become available in the story progresses. Okay. Okay, ergibt Sinn. Ergibt alles Sinn. Ist alles wundervoll. Und es funktioniert nur, wenn die Guard broken ist. Und die sind... Okay, gegen fliegende Enemies, gegen... Ah, okay, das sollte ich mir merken. It's all types of damage at once, but its chances of successfully guard-breaking an enemy are low as a result. What criticals and guard-breaks? Vielleicht sollte ich das doch einfach mal lesen, anstatt alles so halb durchzudrücken. Decks taken on a turn with a critical bonus have 100% chance of guard-breaking an enemy, regardless of the damage type being dealt. In this case, follow-up attacks also deal critical damage. Okay, meinetwegen. So, ich guck mal wegen des Orbs auf jeden Fall. Und zwar hast du den hier, obwohl du den gar nicht brauchst. Dann gebe ich dir mal das hier. Das ist super. Und du, obwohl ihr habt jetzt alle schon was. Ist die Welt sinnvoll? Ich glaube schon. Dann kriegst du jetzt einfach mal das hier. Ich glaube, Needle Shot brauchst du gar nicht so unbedingt. Hoffe ich mal. Da haben wir jetzt zwei Leute, die heilen können zumindest. Und du, kannst du jetzt auch von hier aus heilen? Ist die Frage. Ich glaube nämlich irgendwie nicht. Oder doch? Kann ich irgendwie die Arts verwenden? Oder nur die Crofts? Oder kann ich sie mir sowieso nur angucken gerade? Okay. Das ist schade. Aber ich kann Items verwenden, ne? Items kann ich verwenden. Use, auf dich bitte mal. Sonst bist du ja ein bisschen am Verrecken. So. Gut, weiter geht's erstmal. Hier rechts ist auf jeden Fall eine Tour, sogar ohne Gegner anscheinend. Und ein paar Vasen zum Vertrümmern. Mit einem Item drin. Ein bisschen Sepiv, was auch immer. Und noch mehr davon, sogar eine ganze Menge davon. Gut, gut. Ja, eigentlich verlaufen kann ich mich, wie gesagt, nicht. Das war sogar so ziemlich schon wieder die einzige Abzweigung hier. Ich hoffe wirklich, dass später noch komplexere Dungeons kommen und nicht immer alles so gerade ausgeht, aber... Was zur Hölle bist du denn? Was zur Hölle bist du denn? Und du hast mich einfach angegriffen. War das jetzt ein Präventivschlag von dir, oder was? Tatsächlich, fuck man. Das war ziemlich blöd von mir. Ich bin hier ein bisschen am Verrecken. Okay, mach einfach direkt mal deinen Job und heil mich bitte. Und ja, wie gesagt, er hat Tiere immer noch, obwohl ich es entfernt habe. Also danke nochmal für den Hinweis. Dann, Was soll seid ihr? Benutzt mal... Ne, das ist nur Support. Dann machen wir mal das hier. Und das trifft sogar alle jetzt. Wow. Bam. Die sollten doch gar nicht so viel... Oh, die halten doch sogar einiges aus, obwohl sie so niedlich und klein sind. Aber trotzdem halten sie einiges aus. Viel zu viel für meinen Geschmack auf jeden Fall. So, wie viele kann ich damit treffen? Maximal zwei, glaube ich, ne? Ja, sieht danach aus. Okay, dann helfe ich ihm so mal. Und dann ist einer schon mal tot. Und jetzt wird Reen von da angegriffen. Von allen Seiten hier werden wir angegriffen. Aber zum Glück ist Elliot ein bisschen im Hintergrund, damit er schon mal nicht getroffen wird gerade. Aber er kann trotzdem mal mit seinem Orbit Stefan gerade ein bisschen. Hat er gerade jemand vergiftet. Ach, warte mal, ist das kein Skill, den er bekommen hat mit diesem Poison-Teil, sondern tatsächlich die Chance, einfach mit normalen Angriffen zu vergiften. Das ist krass, okay. Hatte ich gar nicht so verstanden vom Lesen her, aber das ist dann anscheinend echt super. Für meinen Geschmack jedenfalls. So, und dann ein letztes Mal noch
Das sollte dann hoffentlich reichen, oder zumindest fast. Hier, du überlebst das. Du überlebst das natürlich. Aber wir können einen Link-Attack ansetzen. Und stirb. Sehr schön. Oh ja, wir sind echt Profis. Ja, so viel Bonus kriege ich gerade nicht an Erfahrungspunkten leider. Aber hey, was soll's, ne? Was soll's. Trotzdem, der Gegner war mir ein bisschen zu stark dafür, dass sie so niedlich aussahen. Eigentlich ziemlich schwach sahen sie aus. Naja, der äußere Eindruck sollte natürlich einen nicht täuschen. Vielleicht war das ja gerade die Absicht, dass wir denken, die wären schwach, damit sie uns dann überraschen mit ihrer Stärke und einfach aus dem Hinterhalt angreifen. Oder so. Ja, man findet echt doch einiges in den Vasen. Wahrscheinlich habe ich doch schon einiges übersehen beim ersten Mal. Was bist du denn jetzt? Wo ist dein Gesicht überhaupt? Ich erkenne es halt echt nicht. Aber anscheinend war das sein Rücken, glaube ich. Ah, da ist euer Gesicht, okay. Wir haben schon mal einen Vorteil. Das ist super. Und da sind noch diese komischen Schneckenviecher, die auch nur gegen Magie anfällig sind, ne? Dann gehe ich da doch direkt mal drauf erstmal. Und du haust mit deinem komischen... Ja, genau dem da drauf halt. Nehmen die überhaupt Schaden von physischen Angriffsfrage? Ja, doch schon. Die Knechte sind so viel stärker als in dem ersten Dungeon. Was derselbe Dungeon ist an sich, aber trotzdem. Die haben so viel mehr Leben, alle. Ich buffe mal ein bisschen gerade mal. Wäre vielleicht ganz gesund, nicht, dass die Gegner hier auch so viel Schaden machen. Ich kann es mir nämlich vorstellen, auf jeden Fall, nachdem die letzten paar sehr viel Schaden gemacht haben und das tötet sehr schnell. Dagegen war der sehr anfällig, auf jeden Fall. Ich probiere es nochmal hiermit. Einfach nur, um es getestet zu haben. Man will ja nichts unversucht lassen. Ja, das bringt auch einiges. Nicht ganz so viel, aber auch einiges. Ja, und du dann bitte auch mal so auf den da hinten am besten. Und du, hast du auch irgendwelche Angriffe? Ja, natürlich hast du noch irgendwelche Angriffe. Und dann einfach mal da drauf. Nur so zum Teste gesagt. Damit wir jedes Element mal ausprobiert haben auf diesen Gegnern hier. Okay, das war einiges an Schaden. Und das war nicht ganz so viel, aber auch einiges. Auf jeden Fall mehr als physische Angriffe, so mit Abstand. Und Green, du bist noch dran. Nachdem du getroffen wurdest zumindest. Oder auch nicht getroffen wurdest, meinetwegen. Ein Konter. Und jetzt, komm. Warte mal, hast du nicht irgendwie ein Skill? Bin ich verwirrt im Kopf? Oder habe ich das noch gar nicht richtig ausgetestet? Das kann auch sein. Vielleicht bin ich nur verwirrt. Bin ich gerne mal. Macht auf jeden Fall auch einiges an Schaden. Okay, dann drauf da jetzt einfach. Das soll jetzt reichen mittlerweile. Oder zumindest fast. Aber mit dem Link-Attack immer noch nicht. Wow. Come on, Spiel, come on. Das war ein bisschen blöd. Das war ein bisschen blöd. Hat nicht ganz gereicht. Die halten echt einiges aus. Also, vor allem bei physischen Angriffen. Das lohnt sich dann doch nicht so ganz wahrscheinlich. Aber wir haben es noch überlebt. Irgendwie. Gut, dann weiter geht's. Da ist noch eine Truhe. Ich habe das gesehen. Wo ist sie? Wo ist sie? Ich sehe es auf der Karte, aber ich kann mich nicht orientieren. Hilfe. Bin... Warte mal, da oben. Bin ich daran echt vorbeigelaufen? Willst du mich verarschen, Spiel? Ich bin ein bisschen blind, habe ich gehört. Hin und wieder mal zumindest. Zum Beispiel jetzt gerade in diesem Moment. Kann ich irgendwie rennen? Ich habe es vergessen, ob ich irgendwie rennen kann. Irgendwie sprinten kann. Aber wahrscheinlich schon. Ich glaube schon, dass da irgendwas war. Stick reindrücken? Nein, das war Kamera zentrieren. Oh, so kann ich wechseln, genau. Ich habe keine Ahnung mehr, ob ich sprinten kann. Und wenn ja, wie? Das ist blöd. Mit Kreis auf jeden Fall nicht, damit kann ich gehen. Vielleicht kann ich doch nicht sprinten. Vielleicht bin ich nur verwirrt. Ich meine, ich bin ja schon ganz schnell unterwegs eigentlich. Ich sollte mich nicht so sehr beschweren, ha? So, von hinten drauf da, bitte. Und da sind noch weitere Vasen zum Zerschlagen. Ja, nehme ich gerne mit. Cooling Spray, gerne. Was auch immer das macht. Aber ich kann es bestimmt gebrauchen irgendwo für. Und ist das noch ein neuer Gegner? Nee, den kannte ich schon. Den habe ich schon mal besiegt. Der hat mich schon wieder entdeckt. Mal wieder, wie auch immer du so gut sehen kannst. Komm schon, ich will hinter dich. Okay, ich will doch nicht hinter dich anscheinend. Okay, da scheint es weiterzugehen, dann... Wollte ich noch kurz hier vorbeigucken, weil hier ist bestimmt eine Truhe, ne? Na? Naja, natürlich. Aber da ist noch so ein Felsbrocken davor. Komm schon, dreh dich weg. Oder roll dich weg, eher gesagt. Nicht wahr? Auch wenn du dich eigentlich gar nicht rollst, obwohl du eine Kugel bist. Ha, keine Ahnung. Gut, aber bevor ich mir die Truhe hole, natürlich erstmal die Vasen zerschlagen, wie immer. Mit einer Rauchgranate drin. Okay, warum auch nicht? Ja, eine Schatztruhe, ich weiß. Vielen Dank, dass du mich darauf hinweist. Hätte ich sonst fast übersehen. Ich meine, das war der einzige Grund, warum ich da war, aber meinetwegen. Gut, sonst ist hier gerade nichts mehr. Das heißt, wir gehen einfach mal weiter. Mal sehen, wie groß der Dungeon diesmal ist. Ich denke mal, aber nicht so groß wie bei der ersten. Ja, okay, wir sind schon am Ende, genau.
Das war das, was ich mir schon fast gedacht hätte. So. It does appear to be the same kind of a device. And this one's inactive too, from the looks of it. Könnte das ein Teleportationsmechanismus sein, um schnell wieder zum Eingang zu kommen? What's this strange light? I'm sensing considerable power from it. It has a very different feel compared to the augment charging stations we've seen up till now. In addition to restoring the party's HP and EP, this charging station also allows you to exchange Zeppe for Quartz. Okay, meinetwegen. Modify Exchange. Ah, interessant, okay. Dafür kann ich die also auch noch nutzen, aber... Will ich davon gerade irgendwas haben, ist die Frage? Ich meine, ich habe gerade eh noch keinen Platz, oder? Erstmal. Sollte ich vielleicht langsam mal upgraden, den Platz? Wäre ganz gut wahrscheinlich im Endeffekt, aber erstmal muss ich dann wohl weitergehen einfach und darauf hoffen, dass mich hier nichts umbringt. Ich speichere vielleicht mal vorher. So, dann auf zum wahrscheinlich nächsten Boss, der vielleicht diesmal ein bisschen stärker ist, weil ich meine, die Gegner waren auch schon wesentlich stärker, was den Schaden angeht diesmal. Dann könnte ich es mir gut vorstellen, dass der Boss mir echt Probleme jetzt bereiten könnte und... Hübsch. Schick, schick auf jeden Fall. Auf in den Kampf! This will take everything we have. Mal sehen, was du mir für Probleme bereiten willst. Und die Musik geht schon mal ganz schnapp hier. Fangen wir doch an mit ein bisschen Motivation. Oder waren es Crofts? Natürlich. Motivate. Motivation für alle. Und du kannst bitte auch noch unsere Verteidigung gleich buffen, wenn es geht, Elliot. Okay, er ist erstmal nur gelaufen. Das ist gut. Ah, fuck. Ich finde mich ja echt nicht zurecht, Leute. Bin ich da verwirrt? Ja, danke. Ich bin verwirrt, natürlich, wie immer. So, dann Stärke und Abwehr geboostet. Und dann können wir doch jetzt endlich mal draufhauen da ein bisschen. Airstrike, gerne. Ich habe keine Ahnung, wogegen der anfällig sein könnte. Von daher einfach drauf mit allem da. Das macht... Holy shit, hat der viel erleben. Das macht Schaden ein bisschen, ne? Das macht nämlich wesentlich mehr Schaden direkt. Oh Gott. Ich hab mir halt schon gedacht, dass ich diesmal echt Probleme bekommen könnte hier. Vielleicht hat der ein bisschen mehr Probleme mit physischen Angriffen aus irgendeinem Grund. Ich glaube eigentlich nicht, aber man kann es ja mal testen. Obwohl, macht sogar mehr Schaden, denke ich, als der magische Angriff von ihm. Okay. Sogar mit einer Link-Attack noch drauf. Ah, okay. Ich sollte langsam mal heilen. Gleich. Das macht alles nicht so viel Schaden hier. Okay, jawohl. Hat sich gerade von selbst geheilt. Link. Was ist das? Kann ich damit den Link wechseln? Würde ich mal aufpassen, als mir das Tutorial das erklärt hat, oder? Oh mein Gott, ich lasse das jetzt einfach mal gerade so. So, drauf damit vielleicht. Mal sehen, ob das was bringt. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob es was bringt. Geht so. Ich meine, das macht alles nicht viel Schaden, von daher weiß ich eigentlich nicht, was gerade sinnvoll ist und was nicht. Solange ich gebufft bleibe und alles draufhaue, kann ich eigentlich nicht viel falsch machen eigentlich, oder? Oder doch? Mal damit ausprobieren. Wie viel Schaden das so macht. Ja, da brauche ich echt keine Magie eigentlich nutzen, ne? Das hat nicht so viel Sinn gerade. Dann benutze ich über die physischen Angriffe. Also die physischen Special Moves, die Crofts, was auch immer. Damit kann ich dann auch immer direkt eine Link-Attack nutzen. Das bringt dann wesentlich mehr als die magischen Angriffe, wo mir das gar nichts bringt ansonsten. Und Elliot ist sowieso gerade ein bisschen, ne? So im Hintergrund eher. Ja, eine Runde kannst du noch warten, aber kannst du mal versuchen, den einzuschläfern vielleicht. Vielleicht klappt das ja zufällig. Auch wenn es ein Bossgegner ist und die meistens eher resistent gegen sowas sind. Auch in diesem Fall anscheinend, okay. Oder zumindest hast du nicht getroffen, weiß ich ja nicht. So, drauf. Und eine weitere Link-Attack. Okay, das klappt echt die ganze Zeit mit den Link-Attacks hier. Dann mache ich das doch einfach mal weiterhin so. Wie gesagt, bewährt sich ja bis jetzt relativ stark. Ja, mittlerweile ist jetzt fast tot und ich habe echt nicht mehr wirklich was anderes gemacht, außer das, was ich am Anfang gemacht habe. Von daher habe ich jetzt mal ein bisschen geschnitten, ne? Ich weiß nicht, ob ich irgendwas falsch mache oder ob die Bosskämpfe für meinen Geschmack einfach echt so lange dauern, weil die Gegner einfach echt so viel Leben haben, weil... Weiß ich nicht, es dauert halt echt lange dafür, dass sie so wenig Verschiedenes machen. Also vielleicht mache ich irgendwas falsch. Wer weiß das schon, ich nicht. Mal 2,1, holy shit, okay. Das lohnt sich ja auf jeden Fall, die Link-Attacks zu nutzen, würde ich sagen. Ich glaube, das hat was damit zu tun, auf jeden Fall. Und dann noch alle direkten Level up. Wundervoll. Phew, that was one tough battle. Still, we made it through. We sure did. I'm really starting to get the hang of these combat links now, too.
Feels like the Arcus has practically synchronized my breathing with the two of you. Nein, mit nur jeweils einem davon. That's a good way to put it. It's a strange feeling, but not a bad one. I think we've reached the end of the line, however. Sure looks that way, and I didn't see any other routes we could have taken. Ja, richtig. Immerhin sagst du diesmal selbst. It really does seem like the entire structure of these ruins has changed completely since we were last here. Yeah, it's a little hard to believe. I guess this means we're done down here. We should head back outside. Okay. As long as the route we took getting here hasn't suddenly shifted on us, we should have no trouble finding a way back. Ich könnte es mir fast gut vorstellen. Unser Bond wird auch noch gestärkt. Interessant, okay. Dann lohnt es sich also auch noch die Partymitglieder auszuwählen, wenn wir halt später noch mehr zur Auswahl haben. Und ja, das Teil ist jetzt aktiviert. Könnte ein Teleporter zum Ausgang sein, würde ich mal sagen, ha? Huh? Is it just me or was that thing definitely not glowing before? No, I'm quite certain it wasn't. Has something caused it to turn on then? We should go have a closer look. Ja, wie gesagt, Teleporter. Das ist mal convenient hier. Ganz zufällig ist es angegangen, nachdem wir den Boss besiegt haben. Was für ein Zufall. Ich hinterfrage jetzt mal nicht die Logik dahinter. Es passiert einfach. What just happened? We seem to have returned to the entrance. But we were just at the exit. This place really is nothing but mysteries. Da hast du wohl recht, lieber Elliot. Da hast du wohl vollkommen recht. Na dann gehen wir mal raus. Wobei ich sagen würde, bevor wir wirklich rausgehen, beende ich lieber den Part und beim nächsten Mal sagen wir dann dem Principal Bescheid, was wir so herausgefunden haben, ha? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Kommentar da wie immer und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!